Hochlandbeeren. Ich sehe unser Haus. Juhu. Kann mir jemand mal die ganzen Wölfe vom Arsch fegen? Ich habe jetzt gerade mal nur die Axt. Wo kommst du denn? Von hinten, vom Sklavenrad. Ich habe nur diese komische Axt. Ja, ich bin gleich tot. Die Pfeile treffen schon. Ja, es sind trotzdem einige. Keine Ausdauer mehr. Und der ist tot. Ich bin tot. Hast du dein Bett hier wieder angesprochen, Wallert? Ich bin auch tot. Nö. Sag nicht, wir stehen jetzt in der Wüste. Ich bin hier wieder aufgewacht. Hier? Ja. Wurde getötet durch Wolf. Ah, ich auch. Ich gut. Ich bin auch gleich tot. Das ist ein schwarzer Wolf, der eh nee. Hier, der ist ganz schön. Nein, ist er nicht. Ich bin nämlich auch gleich tot. So ein stinknormaler Wolf. Ist nicht mal ein Weißer. So gut tut. Walla, du bist in meiner Leiche? Ja, ich wollte nur ein bisschen was rausholen, damit ich kämpfen kann. Bin okay. Ich auch tot. Er ist tot. Der Wolf ist tot, der Wolf ist tot. Der Wolf ist tot. Ich schmeiß mal dein Zeug daher. Du hast auch keinen Namen über dir. Deins. Es müsste's gewesen sein. Jo. Kann ich mich auch anziehen? Hier ist noch was. Deins. So. So. Ja, ein Mitra-Kreuz. Was haben wir denn jetzt hier? Sternenmetall. Nein, so schmilzt das nicht ein. Machen wir da Stahlfeuer dazu? Nein. Wie schmilzt man denn Sternenmetall? Keine Ahnung. Ja. Das müssen wir dann wohl noch rausbekommen. Dann machen wir erstmal hier ein bisschen blub, schwarzes Eisenzeugs. So. Nee. Mal gucken, wie wir dann Sternenmetall einschmelzen. Wenn ich das jetzt mal wüsste. Trinken. Normales Eis. Pack das Sternenmetall erstmal hier schnell rein. Gewicht sparen und dann schauen wir mal. Irgendwas fällt uns dafür schon ein. Irgendwas Blödes. Ja. Gehärtetes Stahl haben wir schon mal. Oder brauchen wir da gehärteten Stahl dafür? Versuchen. Wenn wir das dann nochmal einschmelzen. Und nochmal. Und nochmal. Und dann nochmal. Ja, mal überlegen. Ich komme in mein Menü nicht mehr rein. Nochmal neu einloggen.
braucht noch. Bogenschütze. Hier, guck, wie sie mich da abknutscht. Will ich das wirklich sehen? Na, guck mal. Ich hab mir angezogen. Bin ja angezogen. Jetzt komme ich auch nicht mehr von den Türen rein. Ist irgendwas stimmt da wieder gerade nicht. Ja. Bei mir stehst du vor der. Boah. Jetzt haust sie. Immer ein bisschen nach links und zurück. Jetzt ist die Tür offen. Ja. Oh. Na, ja. Jetzt steckt sie in dir. Ja. Wenn es ganz genau sieht, aber guck mal, die krabbelt mir hinten am Rücken. Ja. Hier aus, von dem Feuerchen da rechts. Na ja. Und kratzt mir den Rücken. Schön. Ja, siehst du? Man kann sich auch gleich so hinstellen. Ja. Bauchkraul. So. Wo stellen wir denn die hin? Hoppala, da kommen wir nirgendwo mehr aufs Dach. Na klar. Ach, da ist eine Treppe. Ich komme in mein Inventar nicht mehr rein. Ich muss nochmal ausloggen. Blub. Zu der Festung. So, wer ist denn jetzt noch drin? Der Schmelzer, der Archimist, der Archer und der Rüstungsmacher. Da ist der Zimmermann fertig. Der Koch ist fertig. Gut. Alles fertig. Dann müssen wir ja bald schon wieder anschaffen gehen, Walnut. Ja, wenn die fertig sind, bleibt uns ja nichts anderes übrig. Ja. Das ist immer, wenn ich in dem Sklavenrad war. Komme ich wieder von keiner Tür mehr rein. Okay, okay, ich war vorher auch wohl im Sklavenrad. Danach ging. Ja, stimmt, siehst du, jetzt wo du es sagst. Hä? Mhm. Was denn das? Ja, die haben ja irgendwas an den Sklaven verändert. Vielleicht haben sie da irgendwas kaputt gemacht. So, jetzt können wir außergewöhnliche Armbrust, hykanischer Bögen, magelos. Das ist alles deins, was wir jetzt da oben neu machen können in der Zimmermannsbank. Und ein Koch. Wo passt denn der Koch rein? Das in das eine Feuerchen ist doch noch. Das Lagerfeuer, da ist noch kein Koch drin. Das Lagerfeuer? Draußen. Ins Große, ja. Genau. Oh, schaut ein bisschen doof aus, weil er in der Wand sitzt. Kann ich am Bogen. Ah. Zwirn, Tierhaut und Ast. Und was kann der? Rezept Doppelbett. Da kannst du jetzt irgendwie bessere. Na, sag schon, hier Dings machen. Bögen, Armbrüste oder sowas. Hm. So, jetzt bin ich wieder drin. Mal gucken. Durch den Leibeigenen, ne? Ja. Außergewöhnlich wieder. Schwere Armbrust. Aber der sagt mir nicht, was der besonders. Er muss wahrscheinlich herstellen und dann macht die wieder mehr Schaden als die normale oder irgend sowas. Und jetzt haben wir den Rezept, den makellosen Jagdbogen. Ich weiß nicht, was habe ich jetzt für einen? Jagdbogen. Der makellose, der braucht. Wo haben wir denn Öl? Ja, Haut. Sekunde, sage ich dir gleich. Tierhaut. Öl müsste in. Einmal ist hier in der Feuerschale.
Ich brauche für die Forge viel Öl. Hier sind 100 Stück drin. Ja, ich brauche für die Forge. Ihr nimmst dir da bitte raus. Ich habe Kohle. Oder Kohle. Ah, so. Jetzt mache ich Sternmetall. Sternmetallbarren. Schwefel. Schwefel und Sternenmetall gibt Sternenmetallbarren. Mhm. Gut. Nein. Schwefel, was? Schwarzes Eis und Sternenmetall. Hm. Wenn ich das schwarze Eis rausmache, ist... Ja, schwarzes Eis muss da mit rein. Das ist ja noch teurer. Jetzt weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Wie viel Sternenmetall brauche ich für so... 30 für ein Oberteil. Voilà, das ist dann quasi gerade nichts, was wir gefunden haben. Das okay. Reicht für ein Oberteil. Super. Ja, dann machst du halt ein Oberteil und dann gucken wir mal, was das bringt. Besonders ist. Wow. Jetzt brauchen wir da eine schwere Polsterung. Oder ich mache hier so Fallenzeug. Das könnten wir auch mal probieren. Da brauchen wir noch Fell. Haben wir noch irgendwo groß Fell? Musst du mal in die Leder- und Co-Kiste gucken. Oh ja, da haben wir Fell. Das Fallen hier haben wir auch noch nicht hergestellt, nee, gell? Nicht, dass ich wüsste, sagt mir jetzt gerade nichts. Mittlere Brust. Zwirn. Haben wir noch irgendwo Zwirn? Ich habe noch 11 Stück gerade übrig. Ansonsten musst du mal in die Baukiste gucken, ob da noch was drin ist. Richtig viel Zwirn. Wie viel brauchst du denn? Viel. Ich krieg schon wieder die Türen nicht auf. Ich war am Sklavenrad drin und krieg die Türen wieder. Dann musst du kurz warten. Das geht dann wieder. Was heißt denn jetzt warten bei dir? Ja, bei mir ging es dann auch wieder. Kurz warten. Ich habe aber keine Zeit hier rumzusitzen. Tja. Das fragt dich das Spiel aber nicht. Wo lässt du mich jetzt rein? Nein. Da haben wir noch Sternenmetall. Was soll jetzt eigentlich in diese Kiste, die neben der Gerberei-Dingsbums da steht? Na, zum Beispiel dann eben die ganzen Sachen, so Felle oder sowas. Okay. Für die Gerberei-Zeug. Jetzt noch nicht fertig gegerbt sind, sozusagen. Mhm. Also das Fallnier-Zeug hält ziemlich warm. Valer, wo bist du denn? Ich bin... Moment. Ah, hier bist du. Krass, ich baue mir jetzt einen Bogen, einen anderen. So, guck dich mal mich an. Also das ich hier... Ich guck mich mal dich an. Wo seid ihr denn? Ich möchte es auch sehen. Oben. Hier, ja. Erstmal muss ich dieses T-Dings ausmachen. Das hier, was ich jetzt anhab, macht hier Wärme einen Strich. Schön, dass ich die Namen sehe. Wer ist denn jetzt wer von euch? Ich bin der in der Blechrüstung da. Okay. Mhm. Das macht Wärme 1. Mhm. Und ich das hier. Nicht. Ich bin irgendwie rausgeflogen. Macht Wärme 2. Aha, was weniger ist, macht Wärme 2. Ja. Weil deine Schultern besser gepolstert sind, deshalb. Das macht Wärme 2. Das macht Wärme 2. Das macht Wärme 1. Okay. Mit hast du mehr Metall. Metall kühlt, ja. Ja. Macht absolut und Sinn. Und oben hast du mehr Fell, deswegen... Macht absolut Sinn, ja.
Definitiv, ja. So. Gut. Der Jagdbogen macht Gesundheitsschaden 13, Rüstungsschaden 9. Der außergewöhnliche Hücke-Dingsbumsbogen macht Gesundheit 29 und Rüstungsschaden 11. Also schon besser, ja. Ist besser. Jack, du wolltest doch Zwirn haben, oder? Ja. Hier in Dings sind noch 72 Stück. Wo? Was ist Dings? Ja, wo ich gerade drin war. Oben in. Ich hab noch 11. Ja, alles in Gut. die Rüstungsbank. Die ist jetzt vor lauter Schreck wo? Hier hinten. Da. Da musst du mich dann bitte gleich mal reinlassen. Jo, kannst. Hundertfünfundzwanzig hast du jetzt drinne. Ja, das reicht nicht lang. Machst du da drin Brotzeit? Guten Appetit. Was denn? So, zweimal mittleres Handschuhfutter. Leicht, mittel. Zweimal. Einmal mittleres Helm. Mittleres Bein. Und zweimal mittlere Stiefel-Dinger. Dann haben wir gleich mal eine komplette Fallnierrüstung hergestellt und dann gucken wir mal. Eine komplette Gefallenmir-Rüstung. Ja. Was die so taugt. Gefallen mir. Okay. Fallnier. Wo steht denn das jetzt? Rüstung 123. Rüstungsgewicht Heavy. Beweglichkeit. Ich habe halt zu wenig Beweglichkeit. Wahrscheinlich. Aber ich brauche das ja wieder jetzt hier da und. Ach, das ist doch doof mit diesen Skillen. So, Handschuhe. Mütze. Brauchen wir nur noch die Gefallen mir Schuhe. Plopp. Bräuchte übrigens auch noch mal so eine Pickaxe da, ne? So eine Axt Kreuz, und Picke, Dingsbums. Es müsste hier in der Kiste noch eine sein. guck da mal. Ja. Meine, die war Ja, ja der schon. da. Oder hatte ich die hier irgendwo abgelagert gehabt? Das weiß ich nicht. Ich glaube, die hatte ich irgendwo hier rausgelassen. Das weiß Ja. ich nicht, das weiß ich Nee. nicht. So, jetzt machen wir mal den Sternenmetall-Brustpanzer noch. Wo waren wir? 100, 1, 2, 3. Gut, jetzt habe ich nur noch 86 Rüstung. Wo bist denn du, Wallert? Draußen beim ersten kleinen Rad Also der hinten. Schmerzen. Und Jetzt bin ich ein Hirsch, du bist eine Kuh. in der Hirsch ist nichts viel mit Hirsch. So, und damit bist du jetzt ziemlich warm angezogen, oder was? Ich weiß nicht, was macht denn dein Kopf? Mein Kopf? Ja, der geht so. Ach so, okay. Ja, ich muss ein, glaube ich, ein plus. Eins macht meine zwei. Oberteil auch 2. Okay. Handschuhe 2, Hose 2, Schuhe 2, macht alles 2. So, ich gucke jetzt mal bei mir. I war das, ne? Ja. Der Helm hat ein Sternchen, blau Sternchen ein. Klamotten ein, Handschuhe ein. Ups. Anziehen.
Das Ding 1 und das Ding auch 1. Also alles 1. Alles 1. Und das macht 2. Also das wäre dann eigentlich schon mal gar nicht so verkehrt für im Norden. Für den Norden, ja. Und wie viel Rüstungswert hast du insgesamt? Muss ich doch mal gucken. Rüstungswert insgesamt 104. 104, der hat 86, also hält man nicht ganz so viel aus und 40 Und Standhaftfestigkeit. 53 Standhaftigkeit. Gut, und der hält er nicht ganz so viel aus, aber der wärmt. Ja. Der Fallen hier. Die Fallen mir gefallen dir. Ja, macht zumindest ein bisschen warm. Ja. Fallen hier. Und dieses Ymirs, das war das Zeug für zum Kühlen, Zum genau. Kühlen, ja. Nee, da die Betten. So, jetzt haben wir den Sternenmetallharnisch noch fertig. Was macht der denn hier jetzt? Hallo. Der Zu macht. doof. Guck mal, jetzt habe ich ein Sternenmetalloberteil an. Du noch draußen? Nee, drin. Drin, meine ich doch. Aber das ist eigentlich jetzt nur 2 besser als das Gehärtete. Also so viel besser ist das Sternmetall gar nicht. Schaut zwar nicht schlecht aus, aber das schaut ja schon wieder so ähnlich aus wie dein Ding, was du da herstellen kannst. Ja, ich schau mal, da geht gerade nichts jetzt. Das ist dasselbe. Vanille-Oberschenkelschutz. Guck mich mal an. Siehst du den Moment. Unterschied? Ja, nee, Dingsbums. Oberschenkelschutz. Wir haben ja Macht. Wir haben ja Schenkel. Hallo, hier Aber stehe den ich. Yami-Helm Hallo. habe ich gar nicht. Und was? Den Helm von den Yamir. Weiß ich nicht. Yimirs. Der ist nicht da. Habe ich nicht. Das ist jetzt das Sternenmetalloberteil. Und das ist deins. Hast du noch mal anders? Ach so, ne, da vorne ist ein Brustpanzer mit dran, ein größerer Nee, das ansonsten. ist das von Wallat, was ich jetzt anhab. Ja. Und das ist der Sternmetall. Gell, hat sich jetzt ja nicht geändert. Nö. Okay, gut. Dann sehe ich da nicht nur ich keinen Unterschied. Nur das wärmt. Das macht aber auch nur Wärme 1, also. Ja, ich habe jetzt Vielleicht ist da ein dieses. Stückchen mehr Fell drin als sonst. Ein Schenkel? Sonne 1. Sonne ist blöd, es kühlt. Ja, das ist kühlt. Das ist für Wüste gut, ja. Gibt es denn hier noch eine Sternenmetall? Schwert. Was brauchen wir denn da noch? Diesen Oberschenkelschutz, der macht gar nichts. Den ich jetzt hier anhabe, diesen Janni-Oberschenkelschutz. Der macht nur Rüstungswert 8 und zurückwerfen Abwehr 3. Aber noch nichts mit Kälte- oder Wärmeschutz. Okay. Haben wir geformtes Holz oben? Sekunde, ich gucke, ich bin gerade oben. Oder Hab nicht? schon. Wie viel brauchst du Das denn? reicht. 3. Sonst haben wir in der Baukiste noch 22 Stück. Gut. Und verstärktes Leder. Leder und Co. Verstärktes Leder. You are overencumbered. Okay. Ich bin überladen. Achso. So, und jetzt machen wir mal ein Ah, du. Sternenmetallschwert. Mal gucken, ob das dann so extrem viel besser ist. Ansonsten, wenn das jetzt auch nicht so viel macht, dann brauchen wir kein Sternenmetall zu. Na, aber irgendwas macht's ja, ne? Ja, das ist schon ein bisschen besser, aber das ist jetzt eigentlich nicht so viel besser wie das Gehärtete. Ja, aber wer weiß, wie das sich auswirkt auf den. 2 Punkte? Meinst du? Ja, wer weiß, wie sich das dann, diese 2 Punkte dann halt auswerten. Oder wie das reagiert jetzt auf die Wir hauen voll jetzige. durch.
Halbfreundlich. Wenn du Holz in den Trockner schmeißt mit Rinde, kriegst du getrocknetes Holz. Aha. Ich hab's mal ausprobiert, ich hatte da mal Holz reingetan. Ein. Cool. Und was geht da jetzt besser? Hat er bessere Brennwerte oder? Keine Ahnung, habe ich jetzt noch nicht die Erfahrung bekommen. Also können wir getrocknetes Holz zumindest schon mal selber herstellen. Ja. Das war ja das, was ich ausprobieren wollte. Mhm. So, wir mein haben jetzt hier Falkater macht 56 Schaden. Das Sternmetall macht 85. Und was macht deine Pike? Meine Pike, die macht 78. 78, okay, dann ist das Sternmetallschwert doch ein bisschen besser. Ja. Gut, kannst du damit mit Sternenmetall auch eine Pike bauen? Nein. Warum nicht? Ich kann mit Sternenmetall nur eine Pickel, eine Axt und ein Schwert bauen. Dann will ich auch ein Schwert. Dann müssen wir Sternenmetall holen. Ich nehme jetzt mal getrocknetes Holz hier raus. Kannst oder? Du mir irgendwie mal ein vernünftiges Schwert machen? Ja, muss was? Ja nicht gerade gleich jetzt Sternmetall oder so sein, aber... Wir haben noch ein Steinschwert, soll ich? Nein. Ein vernünftiges, was gut was tötet. Also denn vernünftig? Was hast denn du für eins? Was macht denn deins? Ich habe gerade kein Schwert, ich habe ein psychische Speer. Und ich habe hygienisches Scheppisch, so ein komisches Sichelding. Das ist ja ein Schwert. Ja. Und was hat das für Werte? Wo sehe ich die? Achso, Gesundheitsschaden 30, Rüstungsdurchdringung 13, dieser komische Sichelding. Und ja. Dieser Speer hat Gesundheitsschaden 53 und Rüstungsdurchdringung 46%. Ist doch nicht schlecht. Und ansonsten hast du in der Waffenkiste noch 3 Falkaters liegen mit 45% Waffenschaden. Okay. Kannst du auch nehmen. So. Wo kann ich jetzt das Holz mal ausprobieren? Ob es besser brennt. In der Forge hinten? Vielleicht? Welche? Die rechte? Ist eigentlich wurscht. Da ist ja Kohle drin. Nimmst du die raus und vergleichst das mal. So. So. Sieht jetzt aus. On, off. On, F. N, F. N, F. Nimm ich mal drauf. Eine Kohle rein. Quasi. Quasi. Was ist mit dir los? Ich hab Hasi getötet. Wie kannst du nur... So, okay. Dann eine haben wir Kohle. Jetzt ein bisschen neue Erkenntnisse in der Sache Rüstungstechnik gewonnen. Ja. Dann verabschieden wir uns doch erstmal wieder, oder? Ja. Ja, tschüssi, ja. Baba. So. Ciao, ciao. Macht's gut. Ciao, ciao.